Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Und willkommen zurück in einem dunklen Waschraum. Hallo? In einem dunklen Waschraum? Oh, kaputter Operator oder korrumpierter Operator. Schon wieder Aalreste. Wieso denn immer auf dem Klo? Oh, 892 Schuss, da haben wir wohl wieder Neues eingesammelt. Wo ist er denn? Hä, wieso höre? Wo ist denn der, wenn ich ihn höre? Soll doch hier irgendwo in der Nähe sein. Hm, egal. Komm her, Mimik. Viele Schränke zum Ausrauben, was heißt Ausrauben? Die Menschen werden wahrscheinlich zum Großteil gar nicht mehr leben. Ist also gar kein Ausrauben. Sondern eher. Na, Leichenfleddern. Also, Fleddern ist es ja auch nicht. Leichenfleddern, ist ja keine Leichen hier. Es ist also eher. Plündern. Kann man das Plündern nennen? Ich weiß gerade nicht. Das vermisst ja im Endeffekt niemand mehr. Aber wahrscheinlich gehört das dann den Hinterbliebenen. Also. Gut, ich sag mal, die verderblichen Sachen, die kann man wahrscheinlich getrost an sich nehmen. Die wird eh keiner mehr brauchen. Oh, sind wir schon wieder voll. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wir finden da nur ständig das Gleiche, gerade was Essen und sowas angeht. Das muss doch nur ohne Probleme stapelbar sein. Aber wir müssen eigentlich nach oben, ne? Fuck, wie kommen wir jetzt hoch? Okay, es sind nur die beiden auf. Das erste und das letzte. Ah, egal. Scheiß drauf. Hier geht's nicht weiter. Halt, mechanische Tür. Wenn wir Hebelkraft 3 hätten, könnten wir sie aufbrechen. Das ist ja krass. Das kostet... Also, ich will Hebelkraft 3 jetzt nicht kaufen. Ich will gucken, was es kosten würde. 6, okay. Ja, ist echt teuer. Man findet... Ich hab das Gefühl, dass wir am Anfang mehr Neuromods gefunden haben als jetzt. Aber vielleicht kommt es mir nur so vor. Oh, ich dachte, hier wäre wieder zum Strom anmachen. Fuck! Halt, halt, doch, doch. Sehr geil. Oh mein Gott. Was für eine Erleichterung. Endlich haben wir Licht. Oh fuck. Oh fuck! Wieso steht denn hier alles unter Strom? Okay. Hallo? Hier ist irgendwas kaputt. Aber was ist denn kaputt? Irgendwas ist kaputt und setzt hier alles unter Strom. Die Frage ist nur was? Wird das Zeichen zum Reparieren etwa nur angezeigt, wenn der Strom läuft? Das müsste man doch auch so finden. Wo ist denn das? Irgendwas ist kaputt und setzt das Ganze unter Strom. Ha. Aber was? 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 Ich sehe es nicht. Das kann doch nicht in dem Raum sein, oder? Kein Plan. Fuck! Kann ich da... Naja, meine Glühkanone macht da ja nichts. Also, wenn es da einmal unter Strom steht, was soll ich da machen? Kann ich auf den Dinger vielleicht lang gehen? Würde das gehen? So, 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 so. Scheint zu funktionieren. Wir speichern mal sicherheitshalber. Ich würde trotzdem eigentlich gerne wissen, was den Strom hier auslöst, aber egal.
Keine Ahnung, sehr merkwürdig. Jetzt ist es aber irgendwie noch gespenstiger, muss ich sagen, wenn der Strom so halb läuft. Gehen jetzt eigentlich... Gehen jetzt eigentlich die Computer wieder? Jo. Keine E-Mail, keine Programme. Immer noch einer drin, also ein Computer. Ein Programm, eine E-Mail. Zutritt zu Volontärquartieren. Bitte zwischen 22 und 8 Uhr geschlossen halten. Alle Volontäre auf der Liste müssen vor dem Abschließen gezählt werden. Entriegeln. Hallo John, danke. Sehr geehrte Mrs. Goodwin, ich brauche mehr Hilfe. Die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 16 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code für hier oben ist nun 2328, nicht mehr der verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie mir beim Eintippen zugesehen haben, daher habe ich ihn geändert. Ach so, ja, ich sollte vielleicht noch die Antwort lesen. Hallo John, danke für Ihre Nachricht. Ich habe Chief Ellison gebeten, ein Team zu schicken, das sich den Bereich einmal ansieht und sicher geht, dass Sie während Ihrer nächsten Schicht nichts zu befürchten haben. Natürlich steht die Sicherheit unseres Personals und unserer Volontäre an alleroberster Stelle. Wir haben aktuell leider keine Kapazität für weitere Sicherheitsmitarbeiter in dieser Abteilung frei, planen aber, dieses Problem bei Zeiten anzugehen und unser Sicherheitspersonal zu erweitern. Vielen Dank. Oh, wo kommt der denn her? Wo ist er denn? Komm! Zum Glück haben die nicht viel Energie, also vergleichsweise. Maschine, hier war schon nicht drin. Oh, es geht mir auf den Sack. Was ist denn das immer, was nicht von alleine gestapelt wird? Okay, das hier brauchen wir zum Beispiel jetzt auch nicht zweimal. Das heißt, das würde ich dann auch nur mal wegschmeißen. Kein Mimik. Das ist die Küche, das... Essen, aber was haben wir? Oh, die Zitrone. Haben wir die Zitrone noch nicht, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Fuck. Ja, das hier schmeißen wir auf jeden Fall weg. Liegt das dann jetzt hier? Ja, es liegt hier. Oh. Nervt mich, wenn ich irgendwas nicht mitnehmen kann. Haben wir irgendwas zum Essen nur einmal? Das hier. Haben wir quasi einmal Essen gegen dreimal getauscht. Das ist doch ein guter Tausch. Ja, das haben wir gerade gegessen. Nervt so ein bisschen. Ich meine, wir haben halt echt viel Essen. Also wir haben, wie viel haben wir? 83. Also eigentlich ist das kein Stress, aber... Ich mag das nicht, wenn ich Sachen zurücklassen muss. Ich verschwende nicht gern Sachen. Und die werden doch schlecht mit der Zeit. Das ist das Problem. Die werden doch schlecht. Ist das so? Hier waren wir schon. Ich will nicht, dass Sachen schlecht werden. Restricted. Das ist die andere Seite. Okay. Das Gebiet ist geklärt, also zumindest für meine jetzigen... Für das, was ich momentan machen will, ist es geklärt. Kein Bock auf mehr. Das reicht. Fabrikation. Oh, Stufe 4. Ja, es hat sich schon gelohnt, dass wir... das gelernt haben. Jetzt schon das dritte Mal, oder das vierte Mal sogar das einsetzen. Also mindestens das dritte Mal. Ich finde es eigentlich einfacher mit diesen mehr, weil die haben so viel Zeit. Man macht so viel Zeit gut, meiner Meinung nach.
sei denn, man ist halt so blöd und nimmt die falsche Taste. Aber selbst dann ist es kein Stress. Easy. Hopp, hopp. Ich hatte das Gefühl, hier ist nirgends. Also, hier ist die Karte auf jeden Fall nicht. Ich bin auf gar nicht die. Ach du Scheiße. Wir sind auf der anderen Seite. Okay. Ich habe mir das anders überlegt. Es könnte sein, dass es von hier aus natürlich einfacher ist. Drei Stück, na genau. Schön, dass die runterfallen. Einer muss doch noch hier unten sein, oder ist das schon kaputt gewesen? Ja, da ist er kaputt, okay. Wir speichern nochmal. Ich gehe jetzt doch nochmal hier rein. Haben wir noch diesen scheiß Technopathen hier drin, ne? Ach nee, Quatsch, das ist ein Geschütz. Nee, Technopath, passt schon. Dann hat man einen bekloppten Operator dazu. Fuck, der darf uns nicht sehen. Oh Gott. Oh nein, jetzt sind wir drin gefangen. Nerviger Gegner. Scheiße, ich kriege ihn nicht rein. Nur noch zu weit weg. Endlich! Boah, was für ein Nervboy. Geil, jetzt haben wir fast keine Munition mehr für die Pistole, aber egal, ist mehr gewohnt, um eine Munition rumzulaufen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, ich gehe jetzt wieder an den Anfang, damit wir uns alles in Ruhe angucken können. Ah, cool! Da können wir uns gleich neue Munition bauen. Aber jetzt haben wir das hier geklärt, die Problematik oder das Gebiet. Jetzt müssen wir logischerweise auch ganz, ganz viel Zeug, geiles Zeug finden, damit sich das gelohnt hat, so viel Munition hier reinzupacken. Wie zum Beispiel... Moment mal, ist da ein Recycler gewesen oder war das nur... Ja, da wäre es ja ziemlich schlau, erstmal recyceln zu gehen, fällt mir gerade ein. Ich Dummi! Damit wir wieder Platz haben. Na? Die Türaktoren zicken. Kommen Sie zu mir, wenn Sie rein wollen, Graves. Aha. Brauche ich eigentlich eh nicht das Material, was da rumliegt? Ist ziemlicher Müll, davon habe ich genügend.
Hier noch irgendwas? Nee. So, Recycler. 40 Ersatzteile. Wir brauchten 5. Sehr gut. Okay, wir haben wir denn doppelt? Rohrzange. Und was ist das? Anzugreparaturkit. Haben wir jetzt 13. Das teilen wir mal. So. Brauchen wir nämlich nicht so oft. Das brauchen wir nicht. Aber okay, von den Ersatzteilen, die können ja scheinbar ziemlich viel gestapelt werden. Dafür müssen wir auf jeden Fall was teilen, weil wir da schon zu viele hatten und nur 50 davon gestapelt werden können. So. Ich glaube, der Rest passt so weit. Aber halt fast wieder nicht das Material, was wir brauchen. Das ist blöd. Okay. War nicht noch irgendwo so ein Ding zum... Nee, es ist nur ein Recycler. Ach doch, Fabrikator ist hier. Passwort. Man muss ein Passwort dafür eingeben? Das ist das erste Mal, oder? Dass wir so ein Ding hier finden, wo wir ein Passwort eingeben müssen. Was? Na toll, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wer kennt es nicht? Man bekommt einen elektrischen Schlag, wenn man irgendwo ein Passwort falsch eingibt. Ich sag ja, man hat einfach tendenziell weniger Zeit. Oh. Bei den leichteren Hacks in Anführungszeichen. Dann können die irgendwie schwerer werden. Was ist denn das für ein Operator? Sind das für ein Monster hier noch? Geschützt, defekt. Dr. Yu. Bleib mal stehen. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmuster. Geil. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. Haben wir nicht das Effekte geschützt? Hier haben wir ja auch wieder ein paar Schränke. Schauen wir mal, ob die drauf. Sicherheitshalber. Was ich von hier sehen kann, sind keine Sachen obendrauf. Frederick Steele, hallo, was hat er denn da? Holden Graves Büro, keine Ahnung, wo das ist, ist doch scheißegal. Zack, zack. Zack. Und fabrikieren. Fabrikator. Ich kann mir immer nicht merken, dass der Fabrikator heißt. Schrotpatronen. Wie viel haben wir da? 32 mm haben wir halt fast gar nichts. Aber Schrotpatronen sind halt ein Tick wichtiger. Ich glaube, ich... Ich weiß auch nicht so richtig. Eine Pistole, einmal Pistole, also einmal 9mm Munition, einmal Schrot. Wäre jetzt so der Plan. Man braucht halt, es ist halt einfach die einzige Distanzwaffe. Ich bin generell ein bisschen enttäuscht, was die Waffen angeht in dem Spiel. Ja, Schrot haben wir so viel, ey. Das ist so nervig. Das gibt's doch nicht. Das ist sehr unbalanced. War's schon, oder? Haben wir alles durch? Aber war ja trotzdem okay, durch den Recycler... Ach, da können wir noch rauf. Durch den Recycler und das... Und den Fabrikator war da schon gut. Dafür ist die Karte gewesen. Hallo? Treffe ich denn den nicht jetzt?
Okay, es war ein bisschen merkwürdig. Ah! Haben wir gerade 4? Ach nee, Munition. Aber ist egal. 9mm Munition oder Schrotpatronen ist beides gut. So. Oh, großes Büro, wie man sieht. Exotisches Material. Braucht kein Schwein, verdammt. Die Fliege. Hat man glaube ich auch schon. Bitte warten, initialisiert, wird initialisiert, abbrechen. Lizenzentzug abgebrochen, Fabrikation von Neuromods mit aktueller Lizenz ist nun wieder möglich. Türen zur Fabrikation, Türen entriegeln. E-Mail, exotisches Material. Tja, was glauben Sie denn, woher das kommt? Sie sitzen auf dem größten Vorrat der Station und haben sich noch nicht gefragt, was Sie uns da an die Frontallappen injizieren lassen. Die sind brillant, Graves, aber Sie denken wie ein Ingenieur. Beantworten können Sie Fragen gut, stellen jedoch keine. Die Just zu kritisieren, die Just zu kritisieren kam Ihnen erst in den Sinn, als Sie diesen Bericht aus der Psychotronik gesehen haben, oder? Helen. Fehlende Neuromods. Wir haben 4 Neuromods hier im Testlabor. Wir haben 4 erhalten, für 4 unterschrieben und es befinden sich 4 in unserem gesicherten Lager. Wenn Sie sagen, dass Sie 7 verschickt haben, sollten Sie sich wohl mal an die Sicherheit und das Zustellungspersonal wenden. Das ist nicht das erste Mal, dass Neuromods irgendwo zwischen Fabrikation und Test verschwunden sind. Hier liegen irgendwo 4 Neuromods rum, die will ich haben, verdammt. Wo? Ah, wahrscheinlich im Lager, irgendwie tresormäßig, keine Ahnung. Jean, ich bin's, Mariana. Ich komme nicht rein. Und die Luftschleuse am Kraftwerk ist irgendwie versperrt. Außerdem ist da noch was. Ich habe was gesehen, als ich die Sauerstoffstation überprüft habe. Eine eiförmige Masse. So groß wie ein LKW. Schwer zu sagen, weil ich nur den Umriss sehen konnte. Ich meine, vielleicht waren das nur Trümmer oder lose Rohre. Keine Ahnung. Aber ich hatte eine Heidenangst. Gott, ich klinge wie eine Verrückte. Ich muss einfach durchatmen. Ich versuche es mit einer anderen Luftschleuse. Ich melde mich wieder. Hier oben waren wir schon. Ich glaube, wir haben jetzt dieses eine... Ach ja, hier gibt es ja Fallschaden. Ich hätte natürlich einfach so runterschweben können. Ach, ich bin so blöd, ey. Zum Glück ist Heilung kein Problem. Vor allem außerhalb von Kampf. Ja, genau, das haben wir jetzt entriegelt, oder? Ja, sehr schön. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, dieses exotische Material. Oh, ist das traurig. Naja, was soll's. Also der Grund, warum wir hier unten sind, das ist egal. Wir haben es immer noch nicht gefunden. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht finden, aber egal. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.